Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. So, also, ein paar Dinge müssen wir abchecken. Was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde sagen, ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, wir haben einen Lauf hier in Zerbai oder Chabai. Ich würde also gerade mal kurz hier bleiben und jetzt nicht irgendwie nach Michigan oder sowas gehen. Und wir haben ja schon aber wir haben 70%. Also komm, wir ziehen jetzt hier so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Und ich würde gerne diese Mission machen. Dort müssen wir, das hatten wir das letzte Mal hier schon gesehen, hier hinten Bohrausrüstung und Ersatzteile für Bohrung holen. Zwei Stück Ersatzteile für Bohrung haben wir hinten schon. Aber wir müssen auch für die Mission, ein Stein nach dem anderen, zwei, müssen wir zum Flughafen, und zwar Schieferblöcke finden. Also werden wir jetzt erst einmal ein Stein nach dem anderen zwei machen. Dann können wir das so ein kleines bisschen Synergien, hoffe ich doch, holen. Und on top, wir haben hier unten ein Fahrzeug stehen. Und das bedeutet, wir laden da jetzt einfach mal die Schieferblöcke rein. Ich habe absolut keine Ahnung, inwiefern das laufen wird, wie gut der Crocodile hier das reißen wird. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich sehe aber schon, dass der eigentlich... Okay, der ist überfordert. Das kriegen wir nicht hin, oder? Ich glaube, der ist... da ist Feierabend. Das geht nicht mehr. Ach, verdammt. Hier unten steht nämlich, glaube ich, kein weiteres Fahrzeug mit einem Sattel. Und meine Idee war dann noch einfach nochmal mit dem anderen runterzufahren. Da oben ist der Atom. Da steht der Zix. Ja. Ja, ich komme nicht mal rum. Also Power hat er. Aber der ist halt einfach zu leicht. Der ist dafür nicht ausgelegt. Ich mir überlege, da ist irgendwie so ein bisschen Imbalance drin, ne? Weil wenn ich mir überlege, dass ich mit manch anderen Fahrzeugen da nicht die Kraft hätte, das hier alles ziehen zu können. Und diese mickrige kleine Maschine, das hier eigentlich einfach wegzieht, obwohl sie so Probleme hat, genug Traktion hinzukriegen. Tja. Sollen wir fahren? Bin mir echt unsicher. Oder ob wir es gleich sein lassen sollen. Wollen. Da oben bei den Passagen werde ich nämlich Probleme kriegen. Guck mal, ich komm nicht rum, weil hinten so viel Gewicht auf der Achse ist. Dass die Lenkung vorne, die Vorderreifen, nicht aufsetzen. Und deswegen, ich nicht lenken kann. Ach Gottchen. Es gäbe noch eine Alternative. Ich glaube aber nicht, dass die gut oder besser funktioniert. Also den Zix, den brauchen wir nicht mehr, den 605R. Wir ziehen jetzt einfach den Step und gucken mal, ob das besser funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist auch egal, dass wir die Fracht verloren haben. Die Fahrzeuge haben wir hochgeholt, weil dann brauchen wir die Fahrzeuge, glaube ich, hier unten nicht mehr.
Aber das sehen wir. Ich habe dann nochmal geguckt in die letzte Folge, in die letzte Aufnahme. Ich habe keinen Fehler gemacht. Die eine Mission ist vorzeitig abgeschlossen. Die konnten wir vorzeitig abschließen. Ich musste einfach keine Unterkunft wegbringen. Das war, das ist buggy. Die war angezeigt als, müssen wir machen. Also irgendwo ist da ein Bug gewesen. War jetzt kein Weltuntergang, aber, so, Start, den Motor starten. So. Also, jetzt gucken wir mal, was wir hier in der Lage sind, ziehen zu können, beziehungsweise reißen zu können. Ja, okay. Okay. Also. Damit ist eigentlich ziemlich klar, dass wir das so nicht machen können. Was bedeutet... Ich möchte den nur aufstellen. Nur aufstellen. So, wir holen das Ganze einfach jetzt raus und ich würde sagen, wir gehen in den Timelapse. Ich guck mal, dass wir einen schönen langen Timelapse machen können. Ich spiele 15 Minuten, ihr seht 3 bis 4 Minuten, habt ein schönes Liedchen und ich hoffe, dann sind wir oben. Und im besten Falle haben wir sogar noch in den 15 Minuten uns ein neues Fahrzeug geholt, mit dem wir uns dann hier an die Lieferung für die Schieferblöcke machen können. Meine Lieben, bis gleich. Forget what you've been told and ride.
So, meine Freunde des guten Möttgen-Geschmacks. Ich komme aus dem Gedanken nicht raus, es doch nochmal mit dem Crocodile zu versuchen, aber mit dem Tiefladeanhänger. Denn ich glaube, die Maschine hier hat genug Energie. Und was wir machen könnten, damit noch mehr Gewicht auf die Räder gebracht wird, könnte man wirklich einmal ausprobieren, dass wir, übrigens, das hatte ich hier vergessen, das können wir so oder so einmal dran setzen, den Kraftstofftank hier hinten mitzunehmen. Und so fahren wir jetzt mal los. Ich weiß nicht, ich hätte so gerne eure Meinung jetzt dazu. Wir haben schon den größten. Mal SBB A minus B. Das hier ist besser. Der IMZ ist besser als der LAZ. Sehe ich doch richtig, ne? Haltbarkeit und Spritverbrauch. Der ist schlechter. Okay, Offroad, dabei bleiben wir. Erhöht, dabei bleiben wir. Reifen, da hatten wir Offroad, Schlammreifen. Nee, wir brauchen keine. Genau, wir haben hier die Offroad-Reifen. Die sind perfekt. Die sind genau das Richtige. Wir brauchen nämlich hier keine Schlammreifen. Medium-Winde optimiert. Nö, alles cool. Die Alternative wäre, ihn hier zu nehmen. Und hier siehst du auch mal, dass selbst wenn wir den Tank, den großen Tank aufsetzen, dass da an der Federung fast nichts passiert. Wie als wäre das überhaupt kein Gewicht für die Maschine. Und dann hätte ich nämlich gesagt, dass wir das so in der Konstellation einmal ausprobieren. Genau das Gleiche. Ich würde aber wirklich gerne eigentlich den Crocodile benutzen. Ich habe Angst, dass es ein Fehler ist und das dann so ein bisschen in die Hose geht. Aber das gehört dann vielleicht auch einfach dazu. So, wir nehmen jetzt mal das Tagesprogramm hier. Da vorne ist ein Tiefladeanhänger. Den holen wir uns nämlich jetzt einfach schon mal. Ich hoffe, dass es nicht ein Fehler ist, den Tankanhänger dabei zu haben. Aber dann haben wir definitiv auch keine Spritprobleme. That's for sure. Keine Spritprobleme. Ich weiß noch nicht genau, wie wir jetzt hier so eigentlich wenden wollen. Wir könnten ja mal so aus Jux und Dollerei mal schauen. Ohne einfach mal hier so, ne? Einfach mal querfeldein. Dann sollte das passen. So, da war ganz kurz wieder eine Unterbrechung. So, hier, genau. Einfach mal hier wirklich querfeld ein. Dann kann man ja schon mal so ein bisschen gucken. Läuft da irgendwas? Nicht rund. Aber das ist überhaupt kein Problem. Sprit haben wir jetzt mehr als genug dabei. Leute, wir probieren das mal. Ich habe Vertrauen in den Crocodile. Ich glaube nämlich, der ist OP. Ganz ehrlich, ich glaube, der ist total OP. Es wäre cool, wenn man das mal so gegen, wenn man die so gegeneinander antreten lassen könnte, wisst ihr? So im Pulling. Ich glaube, Pulling heißt das. Immer gleiche Bedingungen. Das wäre schon eine nette Sache.
Also wer jetzt fragt, warum hast du den denn jetzt dann überhaupt mitgenommen? Also einmal mussten wir den Anhänger holen und zum anderen, ich glaube, dass das Gewicht auf der Hinterachse auch nochmal helfen könnte bei der Traktion. Und von daher, es ist ein Versuch. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war ich schon immer sehr begeistert von dem Crocodile. Und er hat mich ganz selten im Stich gelassen. Also das war auch gerade schon irgendwie so, dass das jetzt nicht geklappt hat mit den Schieferblöcken. Ja, ne? Also, weiß ich nicht. Man darf auch jetzt nicht absurde Sachen erwarten, dass die funktionieren. Und das war auch schon irgendwie so eine ganz harte Nummer, glaube ich. Die Schieferblöcke sind, vermute ich mal, so richtig, richtig schwere Oschis. Und wir können ja auch, wir müssen ja 4 Schieferblöcke holen. Was bedeutet, ich würde die hochziehen, da oben auf der Straße stehen lassen. Und dann können wir uns überlegen, noch mit einem zweiten nochmal die anderen 2 Schieferblöcke zu holen. Und dort uns dann überlegen, wollen wir das einfach nochmal mit dem Crocodile machen, wenn es gut geklappt hat? Oder lieber mit einer Alternative, um zu sehen, funktioniert das jetzt genauso gut, funktioniert das andere vielleicht besser? Ich glaube, das wäre nochmal ein schöner Vergleich. Also hier, wir haben ja jetzt gerade keine Schlammreifen drauf, ne? Das darf man nicht vergessen. Deswegen hier im Schlamm, da tut er sich ein bisschen schwer, aber das ist nicht meine Herausforderung hier, glaube ich. Sondern die Herausforderung ist ja bei den Steinen. Und da brauchen wir eher die Offroad-Reifen. Sodass wir da in dem Sinne dann den besseren Kompromiss aus allem haben. Wenn wir den Sprit hier dabei haben, dann können wir unten auch nochmal schauen, alle Fahrzeuge, an denen wir... Nee, brauchen wir nicht. Wir fahren ja am Atom vorbei und der ist ja eigentlich auch voll. Ja. Okay, ich dachte gerade, dass wir noch eine zusätzliche kleine Win-Win-Situation haben, indem wir nochmal die Fahrzeuge unten, die da rumstehen, alle nochmal auftanken können. Aber der Atom hat ja Sprit. Aber das war nicht der Grund, warum ich den Tankanhänger hier hinten draufgesetzt habe, sondern wirklich nur wegen dem Gewicht, weil ich Gewicht auf die Reifen bringen wollte. Weil ich glaube, dass das in der Traktionsberechnung schon noch einen Input hat. Und ich meine, bis jetzt fahren wir einfach durch, ne? Also, da eben gerade kurz das eine Loch, so ein ganz kleines bisschen, aber hey, come on. Da haben wir mit anderen Fahrzeugen, sind wir insgesamt langsamer. Ich hatte kurz überlegt, ob wir die Schieferblöcke, die jetzt hier überall rumliegen, ob wir die, wir klippen da im Fahrzeug drinne. Truck wechseln. Ja, wir klippen da in dem Fahrzeug drinne. Das ist natürlich nicht fair. Und hier auch in der Kurve zu stehen, war jetzt auch nicht gerade die allergeilste Idee. So. Unten die Schieferblöcke. Ich war am Überlegen erst, ob wir die aufladen. Und da dachte ich mir, also hier oben kann ich sowieso nicht wenden. Das heißt, von hier aus kann ich sie nicht aufladen. Weil man wäre, glaube ich, mit dem Kran in irgendeiner Form runtergekommen. Und wenn wir dann da unten sind, da hätte man sie gut aufladen können. Dann ist aber eigentlich der Weg hier unten fast geschenkt.
Weswegen ich jetzt... Wir fahren dran vorbei, löschen alle Blöcke, die da drinne sind. Und laden dann an der Station einfach wieder auf. Ja, also Schlammlöcher müssen wir einfach vermeiden. Da kommen wir nicht drum rum. Die funktionieren nicht so gut mit den Offroad-Reifen. Aber auch hier Erwartungsmanagement. So. Ja, ich wäre jetzt gerne noch eigentlich bis runter gefahren. Das hätte ich jetzt noch ganz gerne gemacht. Boah, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob das jetzt gleich alles klappt. Ich sag's euch. So, also. Fracht entfernen. Das ist einfach deutlich, deutlich einfacher. Weil einfach, einfach, einfach ist. Und übrigens, so aus Prinzip... Euch schmeiße ich jetzt auch hier mal weg. Es gibt ja keine offizielle andere Möglichkeit, Fracht wieder zu löschen. Deswegen ist es legitim, weil sonst lösche ich ja immer nichts. Leute, sagt's mir, wie soll ich es anders machen? Es ärgert mich so irgendwie, es macht mich so unruhig, dass ich nicht dazu komme, die Spiele zu spielen, die ich gerne spielen wollen würde. Es macht mich so unruhig. Ich komme also, ne, ich meine wirklich einfach nur erstmal spielen, unabhängig davon, ob ich sie aufnehme oder nicht. Das... Das wär's, ey. Genug Zeit. Keine Arbeit, keine Kinder, keine Frau. Aber versteht mich nicht falsch, ne? Ich bin froh, dass ich alles hab. Aber das, das wär's. Das wär mal... So, meine lieben Freunde. Das war's von dieser Folge. Wir sind quasi dort. Nicht nur quasi, wir sind dort, wo wir angefangen haben. Aber so ist das. Gehört zu dem Offroad, zu dem allerbesten Offroad-Simulator einfach dazu. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.